Ja, willkommen zurück, Leute. Es geht weiter mit Let's Play Batman Arkham City. Ja, wie gehabt, wir haben noch hier zwei Gegner, soweit ich jetzt richtig gesehen habe, die wir ausschalten müssen. Dürfte eigentlich die nicht so schwer sein. Für uns die ganz eigene Gegenheit. Ui, wir müssen aber trotzdem ein bisschen aufpassen hier. Weg von mir! Ach Mist. Mehr, mehr, mehr. Ah, Mist. Unten einmal und dann kann ich ihn besser ausschalten. Na wunderbar, das hat ja super geklappt. Also habe ich doch richtig gesehen, waren nur zwei Gegner. Okay, wieder im Geschäft. Stufenanstieg. Okay, kümmern wir uns erstmal um den Stufenanstieg. Gut, also was haben wir denn hier Schönes? Einmal haben wir Spezialkombo-Schub. Achso, ja, das kennen wir ja von Batman Arkham Asylum, dass wir halt Spezialkombos schon nach 5 Treffern machen können und nicht nach 8. Also normalerweise ist es ja so, wenn man Kombos macht und kontert, dann gibt es ja so einen Multiplikator. Und wenn man bei 8 angelangt ist, kann man dann erst so eine Spezialkombo machen. Und hier kann man das schon nach 5. Das ist natürlich viel leichter dann zu erreichen. Spezialkombo Batschwarm, das haben wir ja das letzte Mal schon gesehen gehabt. Okay, checken wir mal noch ab, was es noch so Möglichkeit gibt. Genau, das war für Catwoman. Dann Batsuit war das. Ausrüstung, Batclaw entwaffnen. Und das wäre auch eine Möglichkeit eingestellt. Schauen wir mal, was das ist. Okay, das wäre ja auch eine Möglichkeit. Wobei ich, wie gesagt, jetzt gerne dazu tendiere, den Spezialkombo-Schub zu machen. Okay, den machen wir mal. Verbessert. Alles klar. Gut. Ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal die arme Frau retten. Beziehungsweise die arme Ärztin, die ist da unten eingeschlossen. So. Bitte hol mich hier raus. Ja. Immer mit der Ruhe. Können Sie stehen? Sekunde. Was ist nur mit all den Leuten los? Diese Irre glaubt, dass ich Joker heilen kann. Was ist denn mit ihm? In seinem Blut ist irgendwas. Eine Art von Toxin. Es bringt ihn um. Er gibt etwas namens Titan die Schuld. Titan? Ja. Weißt du, wovon er da redet? Er spricht auch ständig von seinem letzten Lachen. Ah, Doc! Ich dachte, diese Information sei vertraulich. Was ist los? Woher weiß sie, was wir gesagt haben? Verrammelt diese Tür, Jungs, und zwar richtig. Wir wollen doch nicht, dass uns das Ungeziefer entwischt. Wenigstens kommen sie nicht rein. Wir sind in Sicherheit, oder? Warten Sie hier, Doktor. Was zum Henker machst du da? Ich suche einen Weg hier raus. Jemand muss den Joker aufhalten. Bleiben Sie hier. Ihnen geschieht nichts. Ganz sicher? Verstecken Sie sich, wenn Sie jemanden kommen hören. Ich komme wieder. Oh. Also, wir haben die Distanzstromladung. Gibt eine Stromladung ab, mittels derer sich Generatoren oder Elektromagneten speisen lassen. Kann auf Gegner abgefeuert werden, um ihnen einen lokalen, begrenzten, nicht tödlichen Stromschlag zuzufügen. Na, das hört sich doch gut an. Eine Waffe, mit der wir uns verteidigen können. Also, abgesehen jetzt von unseren Gadgets, die wir haben. Okay. Brich in Jokers Büro in der Ladebucht ein. Gut. Also hier ist ein... Ist hier irgendwas interessant für uns? Okay. Hier ist nichts Besonderes. Dann haben wir hier einmal... einen Ventilationsschacht. Den machen wir mal auf. Okay. Sehr zuvorkommt, Batman. Nicht immer so abreißen und wegschmeißen alles. Okay, was gibt's hier für uns Interessantes? Also muss ich mal checken. Ich sollte zurück zur Ladebucht gehen. Nur so komme ich zu Joker. Im Moment, erstmal schauen, was hier so abgeht. Oh. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das sind immer so diese... ja, auf dem Rummel halt, diese fahrenden Autos, in denen man steigt und man so durch einen dunklen Tunnel geht. Und
immer so irgendwelche Sachen auftauchen, die einen so zu Tode erschrecken. Oh, okay. Schauen wir mal, hier noch etwas Interessantes. Also hier ist ja wieder auch so ein Schacht. Aber den kriege ich von hier aus nicht auf, glaube ich. Aber doch, kriege ich sogar tatsächlich auf. Okay. Quinn hat uns Zeit gekostet. Ich muss weiter Joker suchen. Ja. Jetzt muss ich gucken, wo ich überhaupt auf der Karte jetzt gerade bin. Oh, ich bin da auf jeden Fall schon mal richtig. Das ist, sieht gut aus. Okay, also hier lang geht's schon mal für uns weiter. Was ist das denn da oben? Und ich dachte schon, das wäre eine Rindler-Trophäe, ist es aber nicht. Okay. Noch etwas für uns Relevantes. Okay. Ups, nein, ich bin hier schon mal in die falsche Richtung gegangen. Da muss ich nochmal zurück. Also hier soll es weitergehen, oder was? Nee, kann es ja nicht weitergehen. Doch. Soll aber eigentlich hier weitergehen, aber geht das hier nicht weiter? Ich sollte zurück zur Ladebucht gehen. Nur so komme ich zu Joker. Na genau, hier machen wir ich muss einen anderen Weg suchen. Stimmt. Okay, dann schauen wir mal. Zur Ladebucht. Ja, das ist leichter gesagt als getan. Okay, also wie gesagt, irgendeinen Weg muss es geben, dass wir halt wieder zurückgehen können. Ach so. Aha. Ah, das sieht doch gut aus. Quinn hat mich Zeit gekostet. Ich muss weiter Joker suchen. Na also. Okay. Da haben wir es schon mal geschafft. Okay, das muss ich wahrscheinlich auch mit Strom versorgen wieder. Voila. Coole Technik, muss ich sagen. Fertigungsstraße sind wir jetzt wieder zurück. Dann einfach darauf, dass Batman durch die Tür kommt und gehen auf ihn los? Das ist der Plan. Das ist kein Plan. Das ist Selbstmord. Er macht mir keine Angst. Die Tür ist zugeschweißt und er ist nur ein Spinner in einem Kostüm. Okay. Okay, dann stehst du ganz vorne. Wieso? Hast du Schiss? Haltet jetzt endlich mal das Maul und macht euch fertig. Das gefällt mir genauso wenig wie euch. Wir haben nur eine Chance, wenn wir gleichzeitig angreifen. Zusammen! Batman, ihr Team! So. Autsch. So. Da hast du mal deinen schönen Konter hier. So. Autsch. So. Ja, das hast du meinen kritischen Treffer hier, ey. Da liegst du keinen rum. Na komm schon. Autsch. Das hinterlässt blaue Flecken, glaube ich, auf jeden Fall. Voll gegen die Fensterbank. Autsch. Okay. Die haben wir auch abgefertigt, die Hühner. Gut. Ja, dann geht's weiter für uns. Zurück. Protokoll 10 tritt in 9 Stunden in Kraft. Schön. Das sieht mich aber nicht. Wir müssen ja erstmal überhaupt wissen, was Protokoll 10 ist. Dann können wir reagieren. Ah, da sehe ich schon, apropos Riddler-Trophäe, von der wir letztes Mal gesprochen haben, da sieht man das Fragezeichen. Alles klar. Gut. Ja, wie gehabt, wir müssen immer noch den Joker finden, um mehr über Protokoll 10 zu erfahren, was das überhaupt ist. Wir wissen das ja immer noch nicht. So. Okay, da sind wir auch schon wieder zurück am Ausgangspunkt, wo wir gestartet sind. Okay, also hier geht es schon mal für uns nicht weiter. Da ist aber... Du bist durch die Schmelzkammer rausgekommen, Batman! Was hast du gebaut? Sag's mir, sag's mir! Harley, komm! Zu langsam, große, hässliche Fledermaus! Was ist denn?
Achso. Ja, und die, ah. Und jetzt? Müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen mit Strom versorgen. Achso, cool, Technik. Voila. Na, wenn das kein durchschlagender Erfolg ist. Nochmal? Nein, das hat sich schon erledigt, das Ganze. Jetzt müssen wir schauen, dass wir vielleicht... Nein. Okay, aber wo muss es ja weitergehen jetzt für uns? Also das reagiert schon mal gar nicht mehr, glaube ich. Nee, das sieht ja nicht mehr. Okay. Vielleicht können wir jetzt... kommen wir mit der Batclaw irgendwo hoch. Es muss irgendwo weitergehen jetzt für uns. Okay, checken wir mal die Karte mal kurz ab. Soweit ganz klar, aber ja, was habe ich noch gemacht die ganze Zeit? Okay, daraus wäre ich nicht wirklich schlau gerade. Ja gut, wo ist die Tür von Jokers Büro? Irgendwo muss man ja da reingehen können. Ja, hier wird es wohl nicht sein, glaube ich. Da unten. Naja, von da unten bin ich ja gekommen. Von daher kann es ja da unten ja nicht sein. Okay, also hier... Hier geht es ja weiter, nur wie gehabt ist dann die Frage, wie wir das jetzt machen wollen. Gar nichts mehr, wenn man da den Betrieb jetzt nimmt. Was ist denn das eigentlich hier? Ach, vielleicht... Ach, wie ist das hier? Moment. Daran habe ich jetzt gerade nicht gedacht. So. Ich muss zuerst ins Büro des Jokers. Okay. Ich habe nichts gesagt, Jungs. Es geht doch hier nicht weiter. Wenn jemand nach Mr. J fragt, sagst du, dem geht's gut. Nein, du erzählst gar nichts. Nun, dann sag einfach das nicht. Ja, Mr. J geht's aber nicht gut. Deswegen muss man schauen. Vielleicht geht's hier weiter. Was ist denn hier eigentlich das? Für ein Quatsch. Ah, Moment. Was ist das hier eigentlich? Vielleicht können wir hier irgendwas machen. Moment. Die Kröte. Ah. Vielleicht können Sie irgendwas interessant. Einer. Beobachten. Okay. Aha. Okay. So, lass uns mal den Quatsch. Jetzt. Okay. Wäre ich daraus nicht schlau, so wirklich. Was ist die Sache? Ja, Kran entfernen. Ja, super lustig. Wie kriege ich den Kran entfernt, wenn er sich nicht mehr bewegen lässt? Sein.
Ja, wir verschwenden hier gerade die ganze Zeit ja, mit gucken und rumprobieren. Nur so wirklich schlau werden wir ja nicht. Was ist das? Okay. Ja, also wie gehabt. Den Kran kann man ja sicherlich so bedienen. Ja, mit dem Ding haben wir den ja bisher gerade ja noch bedient. Okay, Jungs, die Lösung war ganz simpel und einfach, nur ja. Au! Was ist das? Riese. Darf ich vorstellen, Mr. Hammer? Er wird dir Manieren beibringen. Das wird wehtun, Batman! Wer aufstehen sollte, geht ihr zum Boden. Für immer! Autsch. Du wirst nicht zu Joker durchkommen. Autsch. Mal richtig sein Hammer. Ey. Ui, das war ein bisschen einfach dich zum Allerfeinsten. Hey, Batman. Au. Ja, du sollst ja. Du sollst mich ja nicht in den Boden reinschlagen. Mensch. So, jetzt muss ich gucken, dass die Quanta die Leute am besten. Bin ich mit dir fertig, erkenne ich nicht mal mehr deine Mama! Jetzt kommen die schon wieder mit meiner Mama an. Ich glaube, die haben was gegen meine Mama. Das finde ich nicht in Ordnung. Ich breche jeden Knochen in deinem Körper. Ja, dann kannst du ja nicht jeden Knochen in meinem Körper brechen, weil du mich ja nicht treffen wirst. So viel, so oft. Du stirbst hier, kleine Fledermaus. Ui, 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 ui. Komm her. Gib dir meinen Tritt von Mr. J. Na, Moment. Stromschlag, genau. Ah, genau. Du wirst nicht tun. Ui, 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 ui. Das war eine geile 15er Kombo. Wieso? 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 Geh mir sofort aus dem Weg, Quinn. Lass uns in Ruhe, Batman! Geh, lass mich mit ihm allein! Ich hab gesagt, aus dem Weg! Das ist alles deine Schuld! Seit Jahren stellst du ihm nach, schlägst ihn zu Brei! Und für was? Wieso bist du so gemein? Überraschung! Bist auf den alten, kranken Jokerwitz reingefallen, Batman! Nächster Schlagmann! Ui, ui, ui. Das lief alles andere als optimal. Klingt, als würde der Detektiv den Joker eine Weile beschäftigt halten. Gut. Dann hat das Kätzchen mehr Zeit zum Spielen. Und was jetzt? Helfe ich der großen, starken Sahneschnitte oder helfe ich mir selbst, indem ich mir alles nehme, was Professor Strange in seinem Tresorraum hat? Ich weiß. Keine leichte Wahl, was? Was werde ich tun? Croc suchen und dazu bringen, ein Loch in den Tresorraum zu schlagen? Pinguin um etwas Sprengstoff bitten? Nein, zu stillos. Ich bevorzuge es, solchen Dingen eine weibliche Note zu geben. Bleib, wo du bist, Ivy. Ich komm dich jetzt holen. Ich muss meine Sachen aus meinem Apartment holen. Ohne meine Sachen habe ich gegen Ivy keine Chance. Ohne sie wäre ich nackt. Also nackt würde ich die Frau gerne mal sehen. Spaß beiseite. So, Poison Ivy haben wir hier. Okay. Also wie gehabt, wir sind wieder hier wieder mit unserem liebes Kätzchen unterwegs. Und zwar Catwoman ist wieder am Start. Okay, wer geht die Ausrüstung aus Catwomans Versteck? Wo ist unser Versteck? Von der lieben kleinen Maus. Da oben ist es.
Also unsere Hauptmissionsziele sind, überrede Poison Ivy dazu, mit Hilfe ihrer Pflanzen in den Tresorraum für beschlagnahmte Gegenstände einzudringen und berge die Ausrüstung aus Catwomans Versteck. Okay, dann helfen wir der kleinen Maus mal ein bisschen, damit sie halt mal ein bisschen die Krallen zeigen kann. Cool. Man sagt, dass Riddler zurück ist. Anscheinend stimmt es. Okay. Geniale Technik. Okay. Ich hasse Leute wie Wayne. So. Also sind wir auf dem richtigen Weg? Okay, ja, auf dem richtigen Weg sind wir schon. Dann sollten wir dafür sorgen, dass wir ihn abstechen. Okay, also müsste ich jetzt hier richtig sein, soweit die Karte. Aber ich müsste meine Blickrichtung noch mal ein bisschen verändern. Noch ein bisschen in diese Richtung, glaube ich, ist es. So, das Problem ist, schweben können wir ja nicht. Mit dem lieben Kätzchen. Okay. So, ja, wir sind gleich da. Das ist gut. So. Okay, gehen wir hier oben auf das Schild. Perfekt. Habe ich bekommen. Gut. Okay, ja, wir sind gleich da. Super. Die Tiger Wachen werden auf jeden Fluchtversuch mit äußerster Härte reagieren. Okay. Und auf geht's. So. Und dieser Hubschrauber schwirrt immer noch. Das ist natürlich ziemlich ätzend. Wie sollen wir denn überhaupt rausfinden, wo sie lebt? Two-Face meinte, es sei hier irgendwo in der Nähe. Na und? Woher will er das wissen? Ja, das wüsste ich auch gerne, weil er das wissen soll. Okay, fragst du mich das? Ich stelle seine Entscheidung nicht in Frage. Das solltest du auch nicht tun. Ich weiß. Wieso ist der auf einmal so verdammt angepisst? Lass mich nachdenken. Vielleicht war Catwoman ihn über einem Säuretank... Vorsicht, Catwoman! Autsch. So. So, jetzt gibt's wieder ein bisschen Katzen-Action. Aua. Vorausgesetzt, man kommt ja dazu. Autsch. Ui, die Frau hat's echt drauf, auf jeden Fall. Das habe ich aber auch schon in der ersten Folge erwähnt, wo ich gespielt habe. Na komm schon. Komm schon. So. Oh, da ist ja auch eine Katze. Aber das ist eine richtige Katze im Gegensatz zu mir. Oh, diese Vision. Cool. So, eine blöde Katze hier. Schön, zu Hause zu sein. Ja, ne? Und da ist auch eine blöde Katze am Fenster. Passt schon. Fußangeln. Eine Antipersonenwaffe, die auf den Boden geworfen werden kann und jeden, der darüber läuft, bewegungsunfähig macht. Sehr genial. Hammer. Das nehmen wir mal. Bolas. Eine Projektilwaffe, die eingesetzt wird, um Gegner umzustoßen. Benutze die Schnellfeuersteuerung, um während des Kampfes drei Bolas einzusetzen, ohne dabei die Combo zu verlieren. Hört sich auch gut an. Okay, Selina, Zeit, Ivy zu suchen. Hoffentlich hat sie mir verziehen. Natürlich hat sie das. Die weiß gar nicht, was nachtragend heißt. Brich in Poison Ivys Versteck ein. Okay. Oh. Okay. Also, das ist in diese Richtung. Okay. Wir müssen in der richtigen Richtung sein. Jo. Einfach nur der Nase nach. Das wird, ich denke, schon mal machbar sein. So. Jetzt schauen wir mal, dass wir halt der nächste Möglichkeit zum Weiterschwingen nutzen. Okay, am Museummeile schon wieder. Wie ist Bane denn in Arkham City gelandet? Hat Batman ihn in der Anstalt nicht mit seinem Auto platt gemacht? Okay, also was auf jeden Fall direkt auffällt, ist, Catwoman ist beweglich, ja, aber auch schneller vom Laufen her als Batman, was natürlich auch, ja gut, sie ist auch eine Frau,
Aber im Endeffekt, also dies war wahrscheinlich von der Stärke jetzt nicht so stark wie Batman, aber dafür kann sie das halt mit diesem, mit dieser Möglichkeit ausgleichen. Da war jetzt gerade irgendwie so ein Sprungangriff. Was macht die hier? Scheiße. So. Hier drüben kämpft jemand. Ja, das bin ich hier am Kämpfen, Kollege. Ui, nette Klamotten, Catwoman. Ja, normal. Alter, die Frau. Ab. Die Schmitzkatze ist ja eine Katze. Dann reimt sich das ja gut. Du Scheiße. Nein! Mist! Ich wollte eigentlich diesen Kampf beenden, ohne getroffen zu werden, aber ist ja nicht so schlimm. Also mit der Frau kann ich definitiv leichter die Kombos hinkriegen als irgendwie mit Batman. Ich weiß auch nicht warum. Nein, das liegt nicht daran, dass ich eine Vorliebe für Frauen habe. Ich habe eine Vorliebe für Frauen, aber nicht deswegen. Ah. Okay, da sieht man hier. Oh. Naja. Das war jetzt ziemlich fail gerade, Jungs. Okay. Na, was haben wir denn da, Feines? Seltsame, völlig fehlplatzierte Pflanzen. Check. Willenlose, hypnotisierte Handlanger. Check. Der ach so subtile Duft faulender Kürbisse. Check. Sieht aus, als hätte ich den Eingang zur Ivys Höhle gefunden. Ja. Das glaube ich auch. Was? Catwoman! Ach, Mist, Mist. Ah, Mist. Hier drüben, da ist Catwoman! Sie flieht! Mist, Mist, Mist. Bäh. Da lang! Sie ist da lang! Da, Menschenskinder, ey. Was war das denn jetzt gerade, ey? Was? Was war das? Hier drüben! Ich hab sie! Oh, was war das denn jetzt schon wieder? Warum konnte ich da keinen verdeckten Angriff du machen? Du hättest nicht herkommen sollen, Selina. Okay. Okay. Das ist leichter gesagt als getan. Gut. Okay, Moment. Jetzt kann ich ja hier diese, genau, die Fußangel benutzen. Ach, die kann ich ja wahrscheinlich benutzen, nur wenn ich am Boden bin. Okay. Was war das? Ui. Da lang! Sie ist da! Hier drüben! Da ist Catwoman! Sie fließt! Mist, ey. So. Puh. Ja, normalerweise kann man es etwas eleganter machen, aber gut. Es geht ja darum, dass wir erstmal weiterkommen. Und mit der Zeit lernt man ja halt auch den Umgang mit den Figuren etwas besser zu beherrschen. Okay. Dann geht's für mich weiter. Da hinten geht's für mich weiter. So. Ah, okay. Ah, die Riddler-Trophäe kann ich ja mitnehmen. Okay. Voila. Gut.
Hallo, Ivy? Du bist du hier? Nicht herkommen sollen. Ach, komm schon. Du willst mir das doch nicht bis zum Ende aller Tage vorwerfen, oder? Du hast sie alle getötet. Es waren nur Blumen, Ivy. Ich werde dir ein paar neue kaufen. Ich kenne einen Laden, der... Ach, komm schon. Können wir nicht einfach... Oh, um Himmels Willen. Hey, Pammy, ich hab ne Idee. Wenn du unbedingt einen Freund willst, versuch's doch mal mit ausgehen. Vergiss diesen Bodo-Scheiß. So. Ja, das war eine richtig nette Begrüßung hier. Alles andere, als wir uns hier vorstellen. Eine Milliarde von Mikroorganismen wird in dein Blut eindringen. Sporen werden wachsen und das Blut in deinen Adern ersetzen. So lange, bis all dein Fleisch durch Rinde ersetzt wird. Da ist der Feuermelder. Okay, Sprung zur Decke. Gut, ja. Also wie gesagt, wir sind jetzt hier in Poison Ivys Versteck angekommen und haben hier unsere ersten Kämpfe hinter uns. Nur die scheint uns nicht wirklich willkommen zu heißen, die Frau. Jetzt müssen wir versuchen, die mal vom Gegenteil zu überzeugen. Aber vorerst nicht mehr in dieser Folge, sondern in der nächsten Folge, wo wir dann schauen, wie es dann weitergeht. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.